So, wir nehmen gleich noch was auf und Jens bannt. Möge er bannen. Warte ich. Scheiße, jetzt habe ich mir überhaupt nicht überlegt, was ich eigentlich spielen will. Jetzt bin ich gleich wieder voll überfordert. Ja, ist ja 60 Sekunden Zeit. Ey, ich könnte mal was spielen, was ich noch nie gespielt habe. Kann ich genauso machen. Aber ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass ich es mache. Das wird dann bei mir eh wieder voll die Kurzschlussreaktion. Ich könnte halt auch was machen, was ultra witzig wäre. Also, ich verrate dir jetzt, was ich gerade überlegt habe. Ich habe ja mal Narses in einem Reroll da bekommen. Nicht Narses, Nautilus. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich Nautilus spiele, aber ich weiß es nicht. Also ich habe überlegt, Ramos zu spielen oder Taring. Nee, lass uns schon, keine Ahnung, irgendwas Gescheites machen, deswegen, keine Ahnung. Ich wollte schon irgendwie gute Duelle mal. Ja. So, Fiora wirst du eh nicht nochmal nehmen. Nee. Wenn doch, fick ich mein Leben. ich wollte gerade, weil ich will aber dir eigentlich nicht Zed bannen. Ich will dir was anderes bannen. Nee, Zed. Du kennst mich, ich will abwechseln. Lol. Keine Ahnung, das war in der engeren Auswahl. Schade. Ich hätte sogar gerne dagegen gespielt, aber ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt. Ernsthaft überlege ich gerade, ein ADC zu nehmen. Oh, ich überlege gerade auch. Oh, okay, ADC, dann wäre ich scheiße. Ich habe gerade zwei in der engeren Auswahl und einer davon. Das wird dich überraschen. Glaube ich. Okay, jetzt habe ich drei in der Auswahl. Ich überlege jetzt erstens gerade, ob ich entweder Draven gegen dich spiele. Weil das relativ witzig wäre, ADC gegen ADC. Und das könnte man eigentlich machen. Oder was ich eigentlich spielen wollte, war. Das oder das. Auch hast du 20 Sekunden Zeit. Einfach für den Folgen. Für die Folgenspannung doch. Ich hab auch Kalista, ne? Warte! Nein! Nein! Nein, nicht Kalista! Du Vollidiot! Wieso? Weil Kalista ein Item hat, wo sie sich mit einer Seele verbindet. Mit einem Verbündeten. Dann kriegt die auch Buffs, wenn die in der Nähe von dem Verbündeten steht. Ja. Du hast keinen Verbündeten in der Nähe. Was nehme ich jetzt eigentlich so für ein ADC-Bild? ADC Mastery ist im Ruhm. Yeah. Also war jetzt mega scheiße. Kalista ist nicht so der 1 gegen 1 Champ, würde ich behaupten. Okay. Ich kann sie ja selbst nicht spielen, also von daher. Ja, wollen wir nochmal neu starten? Ich mach Draven. Kannst du gern machen. Oder wir probieren es jetzt. Einfach mal aus, ja, ich habe den Champion noch nie gespielt, ich will ihn jetzt mal einmal spielen. Ich meine, es dauert 10 Minuten oder was? Was? In 10 Minuten habe ich dich durch. Okay. Dann, aber beide mit Exhaust, das finde ich sehr interessant. Machen wir jetzt eine schnelle Glattrasur. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was meine Fähigkeiten machen. Die W brauchst du gar nicht leveln, bitte nicht. Habe ich schon gemacht. Wieso levelst du so früh? Ganz ehrlich, es gibt doch nur ein Item, was man sich kaufen kann. Okay, das war ultra dumm. Fuck. Das war ultra dumm, Kalista zu nehmen. Das war ultra dumm, das Item zu kaufen. Na, wo bist du denn? Ich lese noch meine Fähigkeiten durch. Die W schickt einen Geist los, die Q schmeißt einen Speer, die E zieht die Sperre wieder raus. Ich hab den Geist mal losgeschickt. Wenn du er rennt halt einfach nur am Spawn rum. Du kannst den
bis in meine Base schicken. Er hat unendliche Reichweite. Lol, ich kann den steuern. Und deine Passive ist, du machst 10% weniger Schaden. Was? Du machst nur 90% deines Schadens. An Schaden. Dafür? Dafür hinterlässt du halt so Sperren, die du wieder rausziehen kannst. Und wie jump ich jetzt mit was? Du bist doch da gejumpt. Genau. Nach jedem Angriff irgendwo hinklicken, in irgendeine Richtung. Oh fuck. Fuck. Und wenn du das Ziel mit dem Rausziehen, mit dem Speer rausziehen killst, wird der Cooldown zurückgesetzt. Ich find's gerade ein bisschen witzig, ne? Ja. Kalista ist halt auch ein Late Game. So mega weh, wenn du dich dazu entschließt, dass du jetzt auch mal drauf gehen könntest. Weil du hast auch ein PS-Wort. Ja. Wo du gedacht hast, du hast, es gibt nur ein Item, habe ich mir gedacht, okay, das Game ist eh schon quasi over, also warum nicht? Sie hat alles überfahren. Wenigstens kannst du dich mal ihren Auto-Attack dran gewöhnen. Hm? Weil irgendwann spielst du sie als ADC. Ich würde die tatsächlich mal relativ gerne als ADC spielen. Mir macht die gerade voll Spaß beim Jumpen. Ich finde es voll lästig, jedes Mal zu klicken. Vor allem später, am Anfang ist ja chillig. Später hast du so richtig viel Attack-Speed, dann jumpst du ja nur noch. Alter! Hat das Aua getan? Bisschen. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Wieso habe ich den PS-Sword gekauft? Ich gehe wieder verkaufen. Das kauft man nicht mal auf Wunsch. Was macht meine Ulti? Bist du so nett, mir das zu erklären? Die zieht einen Verbündeten zu dir. Der kann dann auswählen, wohin er fliegen soll. Zu einer Umgebung. Dann schmeißt er da alle hoch. Nee, oder? Das ist ein bisschen Cancer. Sie ist ein bisschen teamorientiert. Alles klar. Nein! Alter, das wird so böse. Das ist wirklich den schlechtesten ADC in 1 gegen 1 genommen. Alter, verrückt. Ich meine, Lucian ist ja noch, kann man ja auch als Midlaner spielen. Das ist Draven wäre gut gewesen. Er wäre besser gewesen. Kannst du die nicht treffen lassen. Ey, das Rausziehen macht auch mega Schaden. Ja, ja, aber dazu muss ich dich erstmal treffen, du Mongo. Ich sehe das gerade als eine Fähigkeit. Ah, deshalb, holy shit. Ich meine, Auto-Attacks machen es ja auch, ja. Ey, das sieht schlecht für mich aus. Du hast noch Flash, oder? Ich hab ihn nicht reingeflasht. Nein! Ein Outhit! Oh mein Gott, du Scheißlocker. Vielleicht wird's doch witziger als gedacht. Aber ich glaub's nicht. Ja, jetzt habe ich auch Items. Er trägt Noob. Ich hätte dich killen können. Hätte ich die Kombo anzahlen. Ja, ja. Ey, ich fühle mich halt. Wie oft habe ich Lucian gespielt? Dreimal? Zweimal. Wie oft habe ich Kalista gespielt?
Ey, fällt dir was auf? Auf deinem Smurf bist du Kalista, Main, ich weiß es. Ja, tut mir leid. Dann bist du dir mit Kalista? Kalista oben. Lol, ich hab halt einfach zwei Level nicht gelevelt. Der Shit. Okay. So. Wie viele Minions kriegst du? 32 hast du. Oh, wow. Stimmt. Der Geist. Der Panikgeist. Das hab ich gar nicht gemerkt. Holy shit. Der Geist. Du hast halt echt zwei Fähigkeiten, die keinen Schaden machen. Ich hab ne Ulti, die kann schaden. Ey, Talia ist OP. Vergiss nicht. Alter. Nett, dass du mir eine Chance lässt. Okay, das wird so eine, keine Ahnung, random Bullshit-Folge. Ja. So viel zu, wir machen heute Abend ernstzunehmende 1 gegen 1. Erstmal Kalista-Spiel. Ey, Ramos wäre ultra witzig in dem Matchup. Alter! Siehst mal halt Half-Life. Halt auch, ne? Weißt du was? Nein! Oh, fuck. Nein! Das hat nicht getroffen, oder? Das hat getroffen. Mami, ich mag nicht mehr. Immerhin, ich hab dich einmal geholt, das reicht. Ja, ist halt traurig. Der Chip, mit dem du dann. Ich weiß nicht, dass diese Team-Orientiert ist. Ich dachte, dass die relativ krass wäre. Ist auch krass, im Team. Einfach von mir weg. Wenn du spielst, mal am besten mit Alistair oder so. Du schmeißt Alistair rein, der haut hoch. So, der, weil schmeißt du die ganze Zeit Sperre rein. Dann hast du 50 Sperre drin. Dann macht das halt 100 Schaden. Will ich mal sehen, wie du den Super Mini-Down kriegst. Da kannst du mal deine Sperre stacken. Okay. Städte, ne? Ja. Ich hab noch nicht mal Ulti gebraucht. Naja, wofür auch? Vor allen Dingen, weil du halt die ganze Zeit schon mit so wenig Leben rumläufst. Alter, ist das. Ey, irgendwann hat dein Power Spike mit Items. Was? Du hast jetzt ganz viele Items, ich nicht. Nein! Nein! Weg ist es! Hast du Schuhe? Okay. Schuhe. Da dreht er sich. Das war doof. Ein bisschen. Ja, aber ganz ehrlich, das war jetzt schon eigentlich entschieden. Oh, du hast es nicht in 10 Minuten geschafft. Wie schlecht bist du eigentlich? Ey, wir sind noch in 10 Minuten. 10 Minuten. Hast du nicht gesagt, du schaffst es unter 10 Minuten? Nein, in 10 Minuten. Nein! 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 Das war die erste. Du stirbst. Komm, wenn jetzt 10 Sekunden. Das ist so hässlich. Die schafft es ja nicht, ne? 10 Minuten! Ja, freu dir das, ey. Ich hab dein Sperr gefeiert.
egal. Also, das war eine Bullshit-Folge. Danke fürs Zuschauen.